Willkommen zurück, Let's Play Day of the Tentacle mit Hoagie und Bernard und ja, 200 Jahre in der Vergangenheit. Gehen wir erstmal ins Haus. Schon bald wird die ganze Kraft des Himmels mir gehören, nur mir, wenn wir nur schlechteres Wetter hätten. Na, no. Hey, hallo Mumie. Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Okay, bis später, lassen wir es einfach mal. Öffnen wir die Tür. Aber wie schön sich das hier alles so zurückentwickelt hat im Laufe der Zeit. Oh, wen haben wir denn hier? John Hancock. Jupp. Hallo. Was ist los? Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Aha. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Okay. Solltet ihr hier nicht rumsitzen? Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Wie geht's? Ja, gratis Butterbrot für Roadies. Wie wäre es mit gratis Butterbroten für Roadies? Nein, es gibt da nichts wie. Spar es dir, den Satz kenne ich schon. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Du hast einen Kindheitskomplex? Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Na, ganz toll. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ich muss gehen. Damit haben wir zumindest schon mal mit Hancock geredet. Dann reden wir mal mit Thomas Jefferson. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hoagie. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich habe von dir gehört. Also, was ist da drin, Tommy? Was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas. Und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel. Gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Aha. Und wie geht's dir? Und wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Das ist ärgerlich. So ein Holzblock passt da sicherlich sehr gut rein. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Im Moment ist es nur eine Verfassung, leider. Wir hatten einen kleinen kreativen Blackout nach der Präambel. Deswegen haben wir da vorne die Vorschlagbox. Ah. Wie wär's mit einem Feuer? Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Sag ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Ich liebe deine Arbeit über Unabhängigkeitserklärung. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte den Teil über den Klerus. Ich mochte die S wie die Fs aussehen. Ich mochte den Wir sind das Volk Teil. Das steht nicht in der Erklärung. Ups, das Moment, war dann wohl Frankreich. Das ist nicht schlecht. Das könnten wir brauchen. Okay. Bis später. Was? Was passiert später? Nichts. Vielleicht. Oder vielleicht bin ich auch einmal wieder zurück.
George Washington. Entschuldigung. Ja? Boah, siehst du aus wie George Washington. Du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Sehr schön. Beeindruckend. Beeindruckend. Na klar. Mit dir und dem Kirschbaum? Ist das wahr, mit dir und dem Kirschbaum? Oh ja, das stimmt wohl. Nun, ich habe hektarweise Kirschbäume gefällt. Ah, er hat Kirschbäume gefällt. Ah, erstmal richtig hinsetzen. Ich wette, du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen, um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha! Ich würde es dir schon zeigen, wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du siehst, gibt es hier keinen. Ich fälle nur Kirschbäume. Familientradition, verstehst du? Nur Kirschbäume. Da draußen gibt es nichts außer Zedern und Kumquats. Auch gut zu wissen. Dann mal ab zur Tür. Eine Tür, yeah. Was haben wir hier Schönes? Gehen wir mal hier rein. Ein Eimer. Leer. Egal, wir nehmen alles mit. Ein Schrank. Oh. Ich hoffe, das Ding wurde nicht in den Toiletten benutzt. Und wenn schon, wir nehmen das mit. Was haben wir hier? Da ist nix. Nix. So, gehen wir zurück. Nein, zurückgehen. So, was haben wir hier? Oh, Öl. Salatöl. Nehmen wir auch. Spaghetti. Manchmal esse ich sie roh. Na dann, Prost Mahlzeit, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe da auch gleich eine Idee. Jetzt habe ich einen Eimer mit Wasser. Schön. Wozu wir den brauchen? Keine Ahnung. Aber wir haben Wasser. Hier sind wir durch, glaube ich. Kamin. Ah ja, der Weihnachtsmann. Sehr schön. Also, dann würde ich mal sagen, vom... Vom Erdgeschoss in den obersten Stock und wieder rein. Schwupp. Hallo. Hallo, Katze. Was für eine niedliche Miezekatze. Oh, ist die süß. Die nehmen wir mit. Hoppla. Oder auch nicht. Rote Farbe. Das nehmen wir aber mit. Her mit der roten Farbe. So. Jets Bett? Wer ist Jet? Sehr spartanisch. Okay. Und was mit Nets Bett? Ah, cool. Hä? Mist. Das Hoppla. Magst du nicht? Vielleicht können wir quietschen Matratze mit Fenster? Alles ist möglich. Ich glaube nicht, dass das durchpasst. Ziehen. Vielleicht braucht sie einfach nur einen längeren Wohin Weg. Wohin damit? Keine Ahnung, völlig egal. Dann drücken wir die. Wohin damit? Benutzen. Na komm. Okay, das reicht nicht aus. Hoppla. Bett öffnen? Ich kann es nicht öffnen. Nimm, benutz, schau.
Können wir das Wohin nicht? Wohin damit? Nee, das geht nicht. Das ist ja seltsam. Schließen? Ich will nicht. Nimm? Wohin damit? Keine Ahnung, irgendwohin. Benutze das hier mit, keine Ahnung, mit dem Bett. Hey, das funktioniert. Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Ah. Ah, ich hab's. Jetzt läuft sie da rüber und ich kann an ihr vorbeiwandern und mir die Maus nehmen. Ist jetzt meine Maus. Jetzt öffnen wir erstmal die Tür und spazieren herunter. Tschüss, Katze. Hallo, du. Hi, Pferd. Selber hi. Der redet sogar. Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Okay. Was machst du hier? Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft. Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Du bist langweilig. Bis später. Was haben wir jetzt hier eigentlich Schönes? Dosenöffner? Und warum läuft er mit dem Dosenöffner? Na, egal. Gehen wir mal hier rein. Hä? Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant? Oder das Model? Das Model. Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Ich bin der Lieferant, kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium, daher danke, nein. Aber, na gut. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Okay, einer ist Rechtshänder, einer ist Linkshänder. Er scheint wohl der Rechtshänder zu sein. Gut zu wissen, merken wir uns vor. Wir haben hier noch mehr Türen. Noch mehr zu erkunden. Ui, das sieht aber schick aus. Eine Weinflasche. Château de Chapeau, 1775. Ist jetzt meine Flasche. Was haben wir denn hier noch? Schauen wir uns das mal an. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Wie auch immer, nehmen wir mit. Den technischen Kram verstehe ich nicht. Dann halt nicht. Dann schauen wir uns das mal an. Wahrscheinlich voll mit Unterwäsche. Das kann ich nicht nehmen. Bett benutzen? Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Ii, wer weiß, ob das wirklich Tinte ist. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Moment. Ach so, den Kalender kann ich mir nicht angucken. Dann öffnen wir halt eben das gute Ding hier noch.
Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet? Könnte ich einen chromfarbenen Roboteradler drauf haben? Wie wäre es mit einem Totenkopf mit Skorpionen im Mund? Es sollte ein Hologramm mit drauf sein. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Das klingt lustig. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck. Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Das freut mich. Gucken wir uns mal das Muster hier an. Sterne und Streifen. Dumm, dumm, dumm. Hey, nicht kritisieren, bevor du nicht was Besseres hast. Ja, ich nehm's einfach. Ich hatte mich nie für Geschichte interessiert. Jetzt bist du ein Teil der Geschichte. Aber hier sind noch mehr Türen. Noch mehr Türen. Öffnen wir die nächste. George sleeps hier. Ich wette, die ist für den Diener, wie im Fernsehen. Na dann, probieren wir es doch mal. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Hallo, Lady. Ja, Mr. Washington. Mein Name ist nicht Washington, er ist Hoagie. Ha, das ist witzig, Mr. Washington. Man stelle sich vor, benannt nach einem Sandwich. Na gut. Na gut, du hast recht, ich bin Washington. Ich wusste es. Weißt du, wo ich Red Edison finden kann? Vielleicht ist er wieder im Keller. Er versucht ständig etwas zu erfinden, statt sich um das Gasthaus zu kümmern. Was natürlich sehr witzig ist. Lass dich dann mal weiterarbeiten. Ja, es gibt viel zu tun. Was natürlich sehr witzig ist, weil jeder weiß, wo der Keller ist. Oh, ein Putzwagen. Das ist nicht unbedingt das, was ich viele Putzmittel nenne. Oh, Seife. Aha, geh da weg. Wie gut, dass ich darin schnell fertig war. Und jetzt hau ab. Die Gründungsväter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, und da bin ich hier schon wieder unten. Aber die Zeit nutze ich nochmal. Die Seife klingt gut. Erstmal das Bett benutzen. Also das quietscht nicht, aber es ist unordentlich. Und das reicht ja schon völlig aus. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Jupp. Tür schließen. Und her mit der Seife. Yippie! Und weg hier, bevor sie rauskommt. Dann wollen wir uns doch jetzt mal die Zeit nehmen und in die Uhr einsteigen. Aber erst in der nächsten Folge. Dufter Typ verduftet erstmal.